Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ganz fetter Spoiler-Alarm, ganz am Anfang vorneweg. Ich möchte über die neuen Artefakte in Season 5 reden, denn mittlerweile ist im Netz bekannt, was passiert, / passieren wird. Wer das nicht wissen will, sollte jetzt wegschalten. Ich gebe den Spoiler-Alarm bewusst, also auch an die Leute, die sich an so einem Video stören. Ihr könnt euch Negativkommentare sparen, ihr habt ja die Möglichkeit wegzuschalten. Ich spoilere weder im Titel des Videos noch im Thumbnail. Also ihr wisst nicht, was genau passiert. Also die Leute sollten wegschalten, die es wirklich nicht interessiert. Ich zeige euch jetzt ein kleines Video, was zeigt, was aus diesen neuen Artefakten entsteht. Achtung, es geht los. Und zwar entsteht aus diesen neuen Artefakten eine Art mechanischer Totenkopf. Und ich hatte erst meine eigene Theorie, was das für ein Totenkopf sein soll. Aber im Netz kann man das ganz eindrucksvoll selbst widerlegen, dass es sich nicht um den Totenkopf von Revenant handelt. Ich habe hier nochmal den Trailer ein bisschen auseinandergenommen. Und ihr erinnert euch an die Szene, wo Lova auf diesen Kopf schießt. Das ist der Originalkopf von Revenant, der dann wegteleportiert wird auf den Heimatplaneten von Lifeline. Und ich habe auch zum Start von Season 5 erfahren, dass dieser Kopf von Revenant und der Harvester auf dem World's Edge eine sehr große Rolle mitunter noch in Season 5 spielen sollen. Warum widerlege ich aber, dass das nicht der Revenant-Kopf ist, beziehungsweise warum widerlege ich, dass es der Kopf von Revenant ist, so rum? Im Netz ist etwas aufgetaucht, oder beziehungsweise kennt ihr noch diese Slow Motion aus dem Trailer, habe ich auch noch mal kurz vorbereitet, wo diese Artefakte gezeigt werden. Und jemand hat sich die Mühe gemacht und hat mal ein Standbild von diesem Artefakt gemacht, das mittlerste, was ganz am Anfang hier groß auftaucht. Und da ist eine Firma aus Titanfall eingepresst. Die nennt sich Winston Dynamics. Echt mega interessant. Und Winston Dynamics produziert Waffen und Titanen. Und unter anderem wurde Ash, ein Charakter aus Titanfall, wohl reproduziert nach einem Kampf gegen irgendeinen Gegner. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Titanfall nicht aus. Sorry, wenn ich hier ein bisschen lückenhaft über Titanfall erzähle. Ich blende euch einfach mal dieses Bild ein. Und zwar seht ihr links das Artefakt und in der Mitte rangezoomt dieses Branding von dieser Firma. Und diese Firma baut, wie gesagt, Waffen und Titanen und soll unter anderem auch diesen Charakter Ash reproduziert haben. Ist quasi so eine Art Simulacrum wie der Revenant. Bloß, dass der Revenant, glaube ich, von Hammond Robotics gebaut wurde und Ash eben nicht. Und vor allen Dingen ist Revenant ja böser Natur. Ich blende euch hier mal noch das Bild von Ash so ein. Und was nämlich eindrucksvoll beweist, dass das eigentlich nur Ash sein kann, der oder die hinter dem Totenkopf steht, zieht euch jetzt nochmal das Artefakt zusammengebastelt rein oder die Artefakte. Die Farbgebung, sage ich jetzt einfach mal. Ihr seht, der Totenkopf oder die Artefaktelemente haben alle diese grau-orangen Elemente, genauso wie, ich sage jetzt einfach mal, der Skin von Ash genauso diese grau-orangen Elemente hat. Und deswegen kann man eigentlich felsenfest davon ausgehen, dass dann nur Ash sich dahinter verbirgt. Was genau jetzt natürlich passiert, wenn die Artefakte zusammengesetzt sind, ist noch unbekannt. Ich glaube nicht, dass wir die zusammensetzen zur Hälfte von Season 5 ungefähr und dann steht auf einmal Ash vor uns. Das wage ich zu bezweifeln. Man geht aber davon aus, dass Loba vorhat, die Artefakte zusammenzusetzen und dass Ash wohl helfen soll, sich an Revenant zu rächen. Nun bin ich aktuell immer noch ein bisschen enttäuscht, was die Story betrifft von Apex Legends, weil wir immer zum Start oder kurz vor Start einer neuen Season eine mega fette Story als Trailer vorgesetzt bekommen, die dann hinterher nicht fortgesetzt wird. Ich verweise hier immer wieder gerne, und das mache ich ja öfter mal, um die Story von Krypto kurz vor Start von Season 3. Geiler Trailer zum Start von Season 3. Von mir aus auch noch ein geiler Trailer. Und wir haben erfahren, auf World's Edge sollen irgendwelche Beweise gefunden sein. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile Season 5 und wir wissen überhaupt nicht, was ist mit Krypto passiert. Ist er erfolgreich gewesen? Und genauso bin ich der Meinung, dass wir mit Loba Story und Revenant Story, von mir aus auch Ash, hängen gelassen werden. Irgendeine Theorie wird in die Luft geschmissen und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was passiert. Und davon gehe ich felsenfest aus und das finde ich ein bisschen enttäuschend, denn wir können davon ausgehen, wenn Loba erfolgreich ist, Ash kommt kurz mal ins Spiel.
Wir rächen uns an Revenant. Revenant wird ja garantiert nicht aus dem Spiel fliegen, wird getötet und die Legende ist tot. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allem, die Theorie ging auch rum, dass Ash eine zukünftige Legende sein könnte. Davon gehe ich auch nicht aus, denn erinnert euch, vor gut 9 Monaten und jetzt vor einigen Tagen habe ich das Video nochmal aktualisiert über 12 zukünftige Legenden. Vor 9 Monaten gab es keine Legende namens Ash und auch jetzt aktuell keine Legende namens Ash. Jetzt könnte man vermuten, dass eine der anderen Legenden einfach beziehungsweise Ash als eine andere Legende auftaucht, also ein anderer Name. Vor 9 Monaten hieß nämlich zum Beispiel Loba Rosie und der Revenant hieß in der Liste vor 9 Monaten noch Blackout. So könnte man denken, dass die aktuellen Legenden beziehungsweise die zukünftigen Legenden, die noch kommen, dass Ash da einfach einen anderen Namen trägt. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, denn die Fähigkeiten und auch die Bilder, die ich in dem Video einblende, lassen nicht darauf schließen, dass es noch eine Simulacrum-Legende wie Revenant gibt. Deswegen denke ich, dass Ash hier wahrscheinlich in Season 5 oder vielleicht in Season 6 einen kurzen Auftritt haben wird. Mehr aber auch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass die Story vielleicht mal vernünftig zu Ende gebracht wird. Man kann natürlich auch vermuten, weil ich die Enttäuschung über Krypto ein bisschen anreiße, dass wir irgendwann in Season 10 oder keine Ahnung, wenn Apex Legends vielleicht ganz vorbei ist, ein riesen Story-basierendes Ding passiert, wo wir alle Fragen beantwortet bekommen, was ich aber nicht glaube. Das jetzt ausschweifend mal so ein bisschen zu meinen Theorien. Das soll es von dem Video gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr davon haltet. Auch von mir aus gerne Titanfall-kundige Leute können mich gerne vervollständigen. Wie gesagt, nehmt mir das nicht für übel, dass ich das hier nur ein bisschen angerissen habe, weil ich mich mit Titanfall einfach nicht auskenne und es wirklich sehr, sehr langwierig wäre, wenn ich noch anfange, Titanfall zu zocken, nur damit ich da sehr, sehr kundig bin. Darum sollte es in dem Video auch nicht gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Freude bereiten mit diesem Spoiler-Video, sage ich mal. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends ansonsten nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.